Das Studienkolleg ist eine Bildungseinrichtung für ausländische Studieninteressierte, die keinen direkten Hochschulzugang für Deutschland haben. Das heißt, das sind junge Menschen, die aus den Ländern außerhalb der Europäischen Union kommen und direkt nach ihrem Schulabschluss in Deutschland studieren wollen. Wir haben Bewerberinnen und Bewerber aus der ganzen Welt, aus allen Kontinenten. Und nachdem sie einen der begehrten Plätze bekommen haben, besuchen sie zwei Semester lang das Studienkolleg und erwerben dort nach dem Ablegen der sogenannten Feststellungsprüfung eine Hochschulzugangsberechtigung für die Fachhochschulen in Deutschland. Moin, ich bin Asruddin Effendi. Ich komme aus Indonesien. Gerade bin ich im dritten Semester vom Studiengang Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation an der Fachhochschule Kiel. Im 2023 habe ich das Studienkolleg absolviert, also genau vor einem Jahr. Als ich Kind war, wollte ich schon immer auf die Welt reisen. Aber nicht nur das, sondern auch lernen und zu etwas beitragen. Und warum Deutschland? Hier können die Studierenden nicht nur gute Ausbildung bekommen, sondern auch selbst finanzieren. Das ist ganz wichtig. Man sammelt hier ganz viele Erfahrungen, die für das private und berufliche Leben sehr hilfreich sind. Die Menschen am Studienkolleg sind unglaublich vielfältig. Wir haben heute 88 Absolventinnen und Absolventen aus 25 Ländern. Und das macht natürlich auch was mit der Hochschule. Hochschulen sind immer international. Und deshalb freuen wir uns, dass sozusagen mit dem Studienkolleg wir noch internationaler werden. Grundsätzlich für Schleswig-Holstein ist es auch so, der Studienkolleg bringt Schleswig-Holstein etwas. Warum? Weil Menschen aus der ganzen Welt vielleicht mal gehört haben, in Europa zu studieren, aber wenige kommen auf Deutschland, noch weniger kommen vielleicht auf Schleswig-Holstein. Aber das Angebot ist so attraktiv, dass wir dadurch junge Menschen herbringen können. Die werden sehr, sehr gut betreut und die meisten bleiben auch im Bundesland. Und das ist natürlich für meine Kolleginnen und Kollegen am Studienkolleg, aber auch für uns als Hochschulen für angewandte Wissenschaften unglaublich wichtig. Wir werden dadurch international attraktiver und die jungen Menschen studieren dann hinterher vielleicht in den Ingenieurswissenschaften oder in den Wirtschaftswissenschaften. Und von solchen jungen Menschen brauchen wir in Deutschland angesichts des Fachkräftemangels einfach auch noch mehr. Alle sind zum ersten Mal weit weg von zu Hause, ohne Eltern, in einer neuen sprachlichen und kulturellen Umgebung. Und das schweißt natürlich auch zusammen. Und immer am Ende des Studienkollegs bekommen wir die Rückmeldung, dass es eine sehr, sehr besondere Zeit für die Kollegiatinnen und Kollegiaten war, weil sie die Möglichkeit haben, Freunde kennenzulernen aus Ländern, zu denen sie ohne das Studienkolleg nie Kontakt gehabt hätten. Persönlich hatte ich einen sehr tollen Kurs. Wir waren ganz nah miteinander. Wir haben ganz viele Herausforderungen gemeinsam durchgegangen. Das hat natürlich den Start in Deutschland erleichtert. Also keine Angst, jeder kann das schaffen.